Servus, Freunde. Ich möchte euch einmal wieder was vorstellen, was ich mir gebastelt habe. Ich sage gleich dazu, die Idee kommt nicht von mir, die ist von Andreas Buchiger. Danke, Andreas, für die Idee. Und was das ist, zeige ich jetzt einmal. Weil hier ist sicher schon mal aufgefallen, unten die zwei Klettbandeln. Die habe ich auf beide Tischeln drauf. Und zwar, was hat das auf sich? Der hat sich auf sein Tischel, der hat auch so einen ähnlichen wie den Biwi. Da hat er zwei Gewindstangen durch, hat sich sein Powerbank her und hat sich so eine LED-Lampe drüber gemacht. Die Idee habe ich natürlich sehr gut empfunden. Und vor allem bei einer Übernachtung oder so, oder wenn es einmal finster wird, das Ganze zum Beleuchten, finde ich nicht schlecht. Man, auf die Nacht hat man sowieso bei einer Übernachtung ein Powerbank dabei, wenn man sein Klumpert halt lohnen muss. Und von daher, ja, ich habe da zwei Klettstrafen dran. Das sind so 3M Dual Lock, glaube ich, nennen sie das. Das ist so ein Plastikzeug, also kein so Klett wie die normalen mit den Flauschstrand. Ich blende euch da jetzt einmal kurz ein Bild davon ein. Ja, und ich habe am Anfang voll gehabt, meine große 10.000 mAh Station da reinpicken. Das war so eine Hebe. Und habe aber dann jetzt daheim noch gefunden, ich habe also 0815 2600 mA noch. Ich habe das probiert mit meinen LED-Lampen, was ich euch gleich zeige. Da hat es 9 Stunden gehalten. Es hat immer noch brennt, ich habe es dann angetraut. Ja, in dem Sinn geht man dann ganz einfach her. Packt das da drunter, die ist dann nicht im Weg. Und dann habe ich mir das LED-Lampen organisiert. Das ist eins mit einem schönen Schwanenhals. Extrem lang das Ganze, ich glaube insgesamt 50 cm. Hat dann einen Ausschalter und man kann das Ganze noch dimmen. Ich werde euch das jetzt mal gar vorführen, wie das ausschaut. Jo, mein Powerbank spinnt ein bisschen, die hat ein bisschen einen Wackelkontakt, so wie es ausschaut. Aber das. So schaltet man es aus und ein. Und wenn man drauf bleibt, kann man das Ganze schön dimmen. Meine Powerbank hat leider ein bisschen einen Wackel, habe ich gemerkt. Ja, das ist schon älteres Klumpert, aber ist wurscht, ich zeige euch das nur. Werden wir wahrscheinlich noch so eine kleine organisieren, weil die vollkommen reicht. Im Endeffekt steckt man das dann natürlich auch da, hängt es beim großen Tischl drunter, klopft es an und im Endeffekt hat man wirklich eine schöne Beleuchtung, wo man. Indirekt beleuchten kann, auch direkt aufs Essen. Und ja, ich finde die Idee gut. Passt mit der Powerbank, wie gesagt, ich werde aber noch eine andere kleine organisieren. Die habe ich schon so lange, die dürfte einen Wagler haben oder irgendwas anderes. Gut, an der Stelle, das war es einmal wieder, das wollte ich euch zeigen. Jetzt könnt ihr natürlich das gerne nachbauen, für das zeige ich das auch her. Ich verlinke das ganze Klumpert unten in der Beschreibung. So, und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachbauen, einen schönen Tag und Servus.